Chunganos. Naja, dann fahren wir mal hin, ne? So kurz vom Ziel, so sieht's aus. Sehr imposant. So, hier siehst du den Unterschied, das ist. Vielleicht sammeln die auch noch. Immer dasselbe. Gucken, wo wir uns hier hinstellen. So, da wären wir hier in Wenningstedt. Geversleben. Oh, ist ja auch ein geiler Unterschied hier. Also hier sollen wir mal, wie viel Enercon sei schon? Nordex N163. 164 Meter Namenhöhe haben die ungefähr. Max-Bögel-Turm. Die 6Xer sind das, oder X6, so rum, ne? Und dann hier im Vordergrund die E70, die kleine. Übel. Ich lese auch gerne nochmal vor, ne? Ein paar Daten dazu. Hatte ich schon in Trüberg, den sieht man da ganz hinten, ne? Da war ich vorhin. Ja, ich zähle mal kurz die Nordex an. Hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Stück sehe ich jetzt. Nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, 12 Stück. 12, ja. 12 mal Nordex N163, 6.x, 6800. Und das letzte Mal, wo ich im Februar auf dem Trujeberg war, da wurden die noch fleißig errichtet. Da hast du nur einen Turm gesehen, komplett, ne? Und Weichensäulen oder Rückbau von 5 Enercon E66 und 5 E70 sollen zurückgebaut werden, ja. Vermutlich mal hier die, ja, welche denn wohl, ne? Keine Ahnung. Ich denke mal, noch stehen sie alle. Wir können sie auch mal zählen. Also hier sollen stehen 11 mal V90 mit Quietstreamer, also mit einem Spoiler oben drauf. Gucken wir mal gleich. Wie viel? 11 Stück? Okay. 1. Okay. Zählt sich jetzt doof. Okay, lassen wir mal. Wir zählen es jetzt nicht. In die Enercon, 10 Enercon in 66 sollen hier stehen und 5 E70. Also 15 Stück, müssen wir mal gucken hier mit Enercon. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Okay, da haben sie vielleicht schon welche zurückgebaut. Ich fahre mal da hinten hin, da hat man noch eine bessere Sicht dann bestimmt. So, ja, eine schöne Sicht. Und das hieß übrigens Gewinnsleben. So, okay. So viel dazu. Ich weiß halt eben noch nicht, ob was zurückgebaut wurde hier. Aber man kann es ja nochmal zählen. Das ist schon ein krasser Unterschied. So, angekommen unter einer E66. Ist jetzt die Frage, sind schon welche weg oder nicht? Ich kenne den Windpark ja nicht, ne? Ja. 11 Quietstreamer sollen das hier sein? Das stimmt doch nicht, oder? 1, 2, 3. Insgesamt mit V90 könnte stimmen, aber so nicht. Ich kann ja mal alle Westers sehen, die V90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11. Gut, dann sind das damit gemeint wahrscheinlich. Dann haben wir 11 mal die V90 mit Quietstreamer und ohne, ne? Sieht man ja da. Also Spoiler hinten drauf. Schon anderes Maschinenhaus, ne? Da. Und dann halt diese hier noch. Wisst ihr Bescheid? Ja gut, ich habe das auch so aufgeschrieben. Ich habe das dann falsch wahrscheinlich bei mir für mich hinterlegt, ne? Ich habe das falsch aufgefasst. Also ich war der Schuldige, ne? Bei mir lag der Fehler. So, da haben wir 5 mal E70, E4. Die kann ich bestimmt mal zeigen. Wir haben, also E66 auf jeden Fall, ne? Und was ist da hinten dann? E70 dann, mit. Wo ist er da? Ne, E66 noch. Okay, die E70 stehen dann auf der anderen Seite, die habe ich ja da gesehen. Das sollen 5 Stück sein. 10 mal E66, da gucke ich gleich nochmal, das zähle ich gleich durch. Und Rückbau, wie gesagt, 5 mal Enercon E66 und 5 mal E70, okay. Ist natürlich schade.
Also ein paar bleiben noch stehen, ne? Also 10 mal E66, die zählen wir doch mal durch. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, also 10 Stück, stimmt. Die 10. E66 ist die mit der roten Flügelblattmarkierung. Kann man das sehen? Und ein höherer Turm auch. Ja, genau, dahinter ist er. So, eine E70 haben wir da stehen. So, 1, 2, 3. 3 E70 sehe ich jetzt hier. Und 5 Stück sollten es sein. Vielleicht sind schon 2 weg. Kann ja sein, gut möglich. Dass die vielleicht damit standen, ich weiß es nicht genau. Aber ich zähle jetzt gerade 3 mal E70. Ich gehe mal hier nochmal links rüber, wenn die hier sieht. Ja, dann haben sie 2 zurückgebaut schon. Würde ich jetzt so behaupten. Bei 5 sollten es sind. Und 3 sehe ich nur noch. Ja. Ja, 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 ja. So, hier nochmal ein tolles Bild. Ist schon fett, oder? Der Gigant. So, jetzt bin ich durch mit dem Windpark hier. Mit der Drohne war ich oben. Video folgt wieder mal im Anschluss. Oh mein. Ja, jetzt wird es wieder ein bisschen frischer. Wir haben es jetzt, glaube ich, schon 16:30 ungefähr. Nochmal ein schönes Bild hier. Die E66 und dahinter die Nordex. Die 163er. Ja, aus der Luft sieht das schon noch viel imposanter aus. Ne? Ist Wahnsinn, diese Höhenunterschiede. Immens, echt. Das hat hier die E66 am Club eine Darmhöhe von 63 Meter oder sowas war es. Ne? So in den Dreh. Das ist schon irre. Und die Vestas Club 125 Meter haben die Darmhöhe. Oder waren die noch höher hier? Wir sehen es ja auch nicht. Muss ich lügen. Kann auch 140 gewesen sein. Obwohl die V90 haben glaube ich nur 125 Meter. Ah, egal. Egal. Auf jeden Fall hier diese fetten Dinger, ey. Ja, mal gucken, wann sie dann in Betrieb gehen. Bin mal gespannt. So, da hinten siehst du nochmal eine über die 66 ragen. Ah, die haben irgendwie was. Die haben Charme, die kleinen Dinger hier. Die 66, ne? Ja, dann sollte es hier gewesen sein. Hier nochmal kurz rangefilmt. Mit denen mache ich mir wieder los, ne? Jo. Genau. So sieht's aus. So, dann viel Spaß mit dem Drohnenvideo. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen.